Ja, Folge 101. Ja, beim letzten Mal haben wir ein kleines Special sozusagen gemacht und ich werde jetzt fleißig weiter arbeiten hier. Das heißt, ich werde euch mal zeigen, was ich in der letzten Zeit noch veranstalte, sprich, wo ich gerendert habe, damit halt der Fluss vom Spiel halt sozusagen noch bleibt und ich kann ein bisschen vorbereiten. Und so kann ich halt die Zeit einsparen. Nebenbei rendern und spielen ist eigentlich eine ganz gute Idee. So, was ist denn angeflogen gekommen? Irgendwas Unnötiges. So. Na, ich weiß nicht, warum das immer hier hinten ruckelt. Hier habe ich noch zweimal erweitert. Oder einmal. Ne, einmal habe ich noch erweitert hier. Das Loch. Das ist jetzt ziemlich groß geworden. Dann habe ich ein bisschen Material dadurch gehabt. War ja natürlich klar. Und dann hatte ich jetzt noch was anderes. Flop. So. Dann habe ich einerseits hier die ganzen Öfen hier stehen und die sind alle schon vollgepackt. Da habe ich ein bisschen Eisen, Gold, Zinn und Kupfer reingeschmissen. Und hier vorne ist auch noch was drinne, wie ihr sehen könnt, weil ich hatte hier den Pulverweiser angeschlossen, zwei Trichter drauf gepfeffert und die ganze Kiste, die war nachher rappelvoll hier von dem ganzen Material, was ich dadurch gefunden habe. Hier sind ein paar Erze wieder, also die Kisten sind jetzt komplett voll. Das muss ich wegtun. Das Quecksilber habe ich durch das Zinnoberohr bekommen und das Aluminium durch das Aluminiumerz. Das habe ich direkt durchgebrannt. Damit hatte ich meine Ruhe gleichzeitig. Dann, hier sind glaube ich nur noch Cobblestone drin, ne? Cobblestone und Obsidian. Wie ihr seht, ziemlich viel Obsidian hat er gefunden. Das finde ich schon krass. Ja, da unten war eine, glaube ich, ein Lavasee oder so. Ich glaube, der existiert halb immer noch. Aber den kriege ich dann wohl auch noch weg. So, jetzt werden wir erstmal das Material da wegtun. Die Öfen laufen immer noch permanent weiter. Hier habe ich immer noch dieses Fortium oder Fortinium, keine Ahnung, wie man das ausspricht, hier hingepfeffert, damit das auch weiter produziert werden kann. Jetzt schmeiße ich das Aluminium mal hier rein. Das Zeug habe ich nicht mehr. Wollte ich mal ein bisschen hier wieder sortieren hier. Damit zumindest was wegkommt. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Na, jetzt ist alles weg. Dann hier Uran. Das habe ich noch alles immer reingeschmissen, was er gefunden hat. Und hier unten ist eigentlich nichts passiert, außer ich habe hier unten fröhlich wie ich war. Hier erstmal ein Loch gebuddelt. Das geht wirklich komplett bis unten hin. Und da war jetzt ein Lavasee, wie ihr sehen könnt. Upp. Hier unten war Lava. Da ist auch noch so ein Abschnitt von Obsidian, da ist Obsidian. Also ihr müsst bedenken, das war hier voll, wirklich, glaube mit Lava. Deswegen schmeiße ich immer von oben Wasser rein, damit ich direkt Obsidian rausbekomme und der baut das ja eigentlich fix ab. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Jetzt werden wir das ganze Material hier nochmal abkloppen. Was wir so hier bekommen haben, beziehungsweise ich kann auch die Öfen mal eben abbauen. Weil die habe ich jetzt nur dahingestellt, damit ich zumindest was in der Zeit brennen kann oder so. Weil ich weiß ja nicht, was ich sonst damit machen soll. Ja, warte mal, das muss ich glaube ich rausholen hier, dieses Zinn, oder? Da bekomme ich keine Punkte für. Doch dafür zumindest. Yay. Yay. Zumindest bekomme ich da Punkte für, das ist gut. Wo ich denn meinen Silber? Ich hatte irgendwo noch Silber, ich glaube, das ist weg. Ist auch egal. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Da muss ich die ganzen Kisten jetzt mal füllen. Ich glaube aber nicht mehr, dass hier Platz ist, genau. Dann schnappen wir uns mal eben hier so. Was brauchen wir denn noch? Ich bräuchte irgendwie ein bisschen Holz oder irgendwie zumindest Platz hier. Wisst ihr was? Das schmeißen wir jetzt hier rein. Das bekomme ich ja auch nicht weg. So, Öfen. Die brauche ich in der Hand. Dann habe ich wenigstens einen Slot dafür. Ja, Eisen! Eisen Macht! Schauen wir, wie viel. Wow, 15 Jujumeta. Wow, ich krieg einen Rappel. Das wird ja immer mehr. Nein, das wird gar nichts. Das ist lächerlich, was ich da finde. Das ist lächerlich. So. 24 Öfen. Ich hatte schon mal irgendwo noch den Rest. Da habe ich den Rest reingeschmissen. Ich hatte gleich direkt einen Stack gemacht. Und ich habe so viel Cobblestone. Da habe ich mir was überlegt. Das ist auch hier schon so angegangen, diese Compressed Cobblestone Mistzeug. Hier werde ich jetzt eine Schleife daraus stellen. Und wie ihr seht, können wir Quadtubel Compressed Cobblestone. Das sind 43,46.721 Pflastersteine in einem Block drinne.
das habe ich schon erlebt, ob ich das mache. Dann weiß ich noch nicht ganz genau, weil es würde sich lohnen, von einer bestimmten Anzahl an Cobblestone die zu vernichten, weil was sind hier drin? Immer so knappe 4000. Und hier sind ja auch noch immer so viele drin in den Kisten. Da habe ich mir überlegt, ja, kannst du das eigentlich machen? Das ist eigentlich eine schlaue Idee. Aber dann ist mir so eingefallen, das kannst du später für einen Recycler verkloppen. Und das muss ich ja auch irgendwie herstellen. Und ich brauche ja auch wieder Wobber. Blöd. Erstmal hier wieder das kloppen. Ich glaube, ich werde gleich immer noch ein paar Bäume pflanzen. So. Zumindest das hier auch wieder wegnehmen. Ich musste letztens mein Minecraft updaten. Das heißt, es sind wieder alle Einstellungen weggegangen. Musste wieder die ganzen Einstellungen ändern. Das war auch wieder so lästige Arbeit, die ich gehasst habe. So, aber nicht anderes. Müssen wir erstmal hier noch ein paar Lavazellen auffüllen, glaube ich. Weil der, ich glaube, der ist da wieder stehen geblieben. Der ist nämlich ziemlich. Ja, der ist stehen geblieben, genau. Da fülle ich momentan auch nur Lava und so rein, Lava und Wasser, damit er halt sich auffüllt, aber das ist ja auch immer volle Kanne hier. So, Wasser und Lava füllen wir auf. Dankeschön. Und ich glaube jetzt, also ich habe keine Schienen dran gesetzt und der ist, glaube ich, eine, zweite, dritte Etage ist fast voll. Vierte Etage ist fast fertig. Und Teil der fünften. Ja, die ist auch fast fertig, ne? Da fehlt nicht mehr viel, aber die ist fast fertig. Und das ist krass. Da müssen wir denken, was da jetzt alles noch rauskommt an Weizen. Das muss wieder angebaut werden. Dann fährt er wieder da durch. Und da habe ich mir, wie gesagt, überlegt, ob ich das da hinten nochmal machen würde. Aber da bin ich noch am Überlegen, ob ich das dann nicht so hern habe. Es gibt ja diese Höllenbienen. Die werde ich auch noch in die Hölle reinpacken. Da werde ich in der Hölle ein bisschen vorbereiten. Die Bienen laufen lassen, damit ich daraus mehrere Drohnen bekomme und die dann später in diesen Bienenstöcken herstellen kann, die Bienen. Weil da bekommt man Phosphor raus und aus Phosphor und Sand konnte man Lava herstellen. Hier ist ja auch noch zu viel Müll. Was mache ich denn damit? Am besten Recycler, ne? Aber erstmal brauche ich irgendwie Wabba, 4 Stück, da komme ich gar nicht mit aus. Nein, das ist auch nicht schlimm. Da würde ich sagen, ich habe doch irgendwo diese Sitzlinge. Da machen wir hier so ein Stack. Ich brauche ja davon welche. Können wir da hinten hin tun. Hier müssen wir auch noch was vorbereiten, aber das werde ich alles schön gesimpelt selber machen. Also ich werde da mit euch eher den Technikkram machen, als hier so Sachen vorbereiten. Weil das ist, hey, das ist einfach nur zeitaufwendig, sage ich mal so. Und ihr müsst ja auch nicht dann die Folgen unnötig dafür gucken. Nein. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt hier verbrauchen werde, aber Hauptsache ich kriege mal wieder ein bisschen Wabba, damit ich zumindest ein paar Circuits machen kann. So, gehen wir erstmal hier komplett lang gegen die Hauptsache, wir kriegen die Bäume weg. Dann werde ich dann halt nach der Folge so, wenn die ein bisschen angefarmt sind oder so, ein bisschen wegbauen. Und dieser meine Zeit, die Baumfarm muss ja auch wieder einmal laufen, hier, damit ich wieder ein bisschen Holz bekomme. Ich habe noch eine gute Kiste habe ich noch, aber die geht ja auch bald zur Neige, weil ich immer wieder was in die Koksöfen reinpacke, in die Kokereien, damit die auch wieder laufen. So. Ich schmeiße noch den Rest hier komplett irgendwie hin. Da ist schon der erste gewachsen, habe ich gesehen, aber wie gesagt, die lasse ich jetzt komplett wachsen, klopp alles selber ab, kriege dann Wabba raus, den brenne ich dann schon mal vor. Damit wir im späteren Verlauf Circuits machen können und dadurch Maschinen so herstellen können. Ich muss ja auch noch viele Sachen herstellen. Ich muss ja auch wieder paar Solarpanels wollte ich noch aufstellen, damit die wieder in Machenschaft gekommen. Ah, dann können wir noch ein Buch machen und dann können wir eigentlich schlafen gehen, beziehungsweise die Folge beenden. Die 101. So, ein Buch hätte ich gerne, danke. Boah, jetzt irgendwelche Glückssachen hier. Zack. Ah, Stärke 3. Ist ja nix. Wo ist denn Stärke gewesen? Schusssicher, da Stärke. Lächerlich. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash3P und tschüssen.